Wie jedes Jahr nisten Vögel unter unserem Hausdach. Sie scheinen sich dort sehr wohl zu fühlen und die Jungen, die Zwitschernden, den ganzen Tag ganz vergnügt. Eines schönen Tages sah ich plötzlich ein junges Rotschwänzchen auf unserer Terrasse sitzen. Es dürfte wohl aus dem Nest herausgefallen sein, denn fliegen konnte es noch nicht. Es schaute vergnügt um sich und sehr interessiert, aber immer wieder fielen ihm die Augen zu. Es war ja doch noch sehr, sehr klein. Und dann wieder ärgerte er sich, dass er hier ganz allein auf dem Boden saß und sich niemand um ihn kümmert. Und siehe da, so nach und nach saßen plötzlich seine zwei Geschwister neben ihm. Und jetzt dachte ich, was sollte ich nur machen? Ich kann sie doch dort nicht sitzen lassen und in das Nest zurücktragen. Ich weiß nicht. So setzte ich alle drei Vögel in unseren Rasen und wartete, was denn da wohl geschehen wird. Und es dauerte nicht lange, da rissen die Vögel die Schnäbel auf und die Mutter oder der Vater, das konnte man nicht so genau wissen, kamen mit einer Portion Würmer, um sie zu füttern. Dann kam der Abend und ich dachte mir, was soll ich nur mit den Vögeln jetzt machen? Ich kann sie doch nicht hier im Rasen sitzen lassen. Die Katzen würden eine Freude haben. Also entschloss ich mich, die Tierrettung anzurufen, um zu fragen, was denn da zu tun sei. Eine junge Ärztin sprach mit mir und sagte, man sollte die Jungen nicht von den Eltern trennen, denn sie werden rund um die Uhr gefüttert. Ich sollte die Vögel vielmehr in einen kleinen Korb setzen und diesen Korb ziemlich hoch befestigen, sodass die Vögel dort oben ihre Ruhe haben. Wir fanden auch schließlich einen kleinen Korb und unsere Vögel hatten ab jetzt ein neues Nest. Nach anfänglichem Misstrauen akzeptierten auch die Vogeleltern die neue Wohnung für ihre Kinder. Sie flogen unermüdlich herum und fütterten ihre drei Vogelkinder. Es ging aber nicht immer alles so friedlich zu, denn manchmal ärgerte sich eines der jungen Vögel, dass es nicht zu viel zu fressen bekommen würde. Denn alle anderen rissen immer die Schnäbel auf und eines glaubte immer, zu kurz zu kommen. Nun brach der vierte Tag im neuen Nest an und man sah deutlich, dass die Vögel kräftiger wurden und schon ganz sehnsüchtig aus dem Nest schauten. Man sah auch, dass sie sich sehr lieb hatten, denn sie kuschelten sich immer eng zusammen. Auch wurde fleißig das Stehen im Nest und das Schlagen mit den Flügeln geübt. Ich glaube, es wird nicht mehr allzu lange dauern und die drei lustigen Gesellen werden das Nest verlassen.
Es war heute der fünfte Tag im neuen Nest und der erste Vogel flog auf und davon. Es hatte den Anschein, als wären die anderen zwei Geschwister völlig überrascht von dem plötzlichen Flug ihres Geschwisterchens. Und sie begannen schon zu überlegen, wer wohl der Nächste sein wird. Die Vogelmutter kam dann noch ein, zwei Mal, um ihren Kindern die letzte Fütterung zu verabreichen. Die Vogeleltern sind auch für die Reinlichkeit im Nest zuständig. Es scheint so, als ob sich die beiden nicht einig wären, wer wohl der Nächste sein würde. Eine heftige Diskussion folgte, bis dann sich endlich eines der beiden entschloss, auf das andere raufzuklettern und mit einem kräftigen Sprung aus dem Nest zu fliegen. Nun, das dritte Vogelkind überlegte lange, sollte er nicht, aber dann wagte er es, denn was blieb ihm anderes übrig, er konnte doch nicht allein im Nest bleiben. Und so schwang er sich auf den Rand des Nestes und weg war er. Er flog in das neue Vogelleben.